Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, wir können alle gut gelaunt sein, weil wir haben ja alle die Mail bekommen, 11.17 Uhr vom heutigen Tage von der Landesregierung. Die niedersächsische Corona-Verordnung wird zum 1. März ausgesetzt und ist nicht mehr in Kraft. AfD wirkt. Damit ist auch Nummer 1 des Antrages unseres Antrages erfüllt worden. Sehr geehrter Gesundheitsminister Dr. Filippi, Sie waren ja zum Ausschuss am 2. Februar nicht da. Ihre Vertreterin konnte nicht beantworten, ob Sie sich einsetzen, alle Corona-Maßnahmen abzusetzen. Das spricht immer noch, was nach wie vor gilt, die Maskenpflicht, Physiotherapien, Krankenhäusern. Sie wissen selbst, unser größter wirtschaftlicher Konkurrent, die waren ja auch bei Helios, nämlich Asklepios, hat sich für ein Ende aller Corona-Maßnahmen ausgesprochen. Wir ziehen hiermit unseren Antrag zurück. Wir verbinden das, Herr Dr. Filippi, mit der Hoffnung, dass Sie sich bei Ihrem Parteifreund Herrn Lauterbach dafür einsetzen, dass auch auf Bundesebene alle Maßnahmen sofort ausgesetzt werden. Setzen Sie sich an die Spitze der Bewegung, überlassen Sie es nicht Herrn Söder in Bayern. Arbeiten Sie dann zusätzlich tatsächlich noch die Corona-Politik der letzten Jahre auf. Die AfD wird Sie dabei begleiten und unterstützen. Vielen Dank.